Die SPD in Hannover arbeitet an ihrem Wahlprogramm und die Kästner Gesellschaft hat eine neue Ausstellung eröffnet. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 0511, ihrem täglichen Magazin aus Hannover. Die SPD Hannover arbeitet seit gut einem Jahr am Wahlprogramm für die Kommunalwahlen im Herbst. Diesmal besonders, die Hannoveraner BürgerInnen sollen über die Inhalte mitbestimmen. Carrie-Anne Butler hat für sie herausgefunden, wie das funktionieren kann. Ein Wahlprogramm gestalten, das ist sonst Aufgabe von Parteimitgliedern. Doch die SPD möchte zu dieser Kommunalwahl etwas Neues ausprobieren. BürgerInnen und Initiativen aus der Gesellschaft sollen das Programm mitgestalten können. Wir alle sind überzeugt davon, dass es genau der richtige Weg ist, um möglichst viele Gruppen in dieser Stadt, die hier leben, die beteiligt sind, die hier arbeiten, die hier Lebensqualität schätzen, um sie zu erreichen. Vor allen Dingen aber auch Kunst, Kultur, Sport, alle gesellschaftlich relevanten Bereiche. Ziel ist der Hannover-Plan, ein vielfältiges Wahlprogramm, das die ganze Stadt in den Blick nimmt. Ich finde, man sollte es nochmal unterschreiben, weil wir sehr, sehr viel Zeit da auch investiert haben, dass es auch wirklich der breites oder ein sehr breit angelegter Programmprozess auch wird, wo es nicht nur in einer SPD-Blase entstanden ist. Also das heißt, die einzelnen Punkte sind in keiner SPD-Blase entstanden, sondern unser Anspruch war, wir haben 4000 Mitglieder. Wir sind in Hannover eine Volkspartei. Und mindestens genauso viele Mitglieder, die nicht in der SPD sind, also Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hannover, sollen mindestens mitmachen. In Veranstaltungen wie zum Beispiel einem Programmlunch können BürgerInnen und Initiativen zu bestimmten Themen mitdiskutieren. So gab es für Vereine die Möglichkeit, sich mit SPD-PolitikerInnen zum Thema Sport auszutauschen. Auch Stadtteildialoge werden geschaffen. Sie sollen nicht nur Gespräche innerhalb der Stadtteile anregen, sondern auch verschiedene Interessen in der Stadt für die Politik sichtbar machen. Der Prozess sei richtungsweisend für die SPD, denn für uns als SPD logischerweise ist diesmal das Programm das Zugpferd mit den Kandidierenden vor Ort. Das heißt, wir müssen jetzt noch viel stärker Programmpartei sein als in den letzten Jahren zuvor, weil wir nicht mehr die Verwaltungsspitze stellen. Auf dem Programmparteitag im Mai soll dann Konkretes beschlossen werden. Der offene Dialog allerdings soll bis in den Sommer hinein fortgeführt werden. Jetzt haben wir die neuesten Meldungen für Sie, heute zusammengefasst von Carrie-Anne Butler. In der Region Hannover haben sich seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 42.021 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Davon sind zum heutigen Stand 37.949 Personen genesen. 974 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben. Der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Zum jetzigen Zeitpunkt sind 3.096 Menschen in der Region Hannover infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt tagesaktuell bei 148. Die Leinewelle kommt. Der Fischereiverein Hannover hat seinen Einspruch gegen die Baugenehmigung vor dem Oberverwaltungsgericht zurückgezogen. Geeinigt wurde sich stattdessen auf den Bau einer Fischtreppe am Landtagswehr. Das Ziel sei, ökologische Verbesserung des Lebensraums Leine mit dem Erlebnis Leinewelle in Einklang zu bringen. Ein Fonds beider Vereine soll finanzielle Mittel und Wissen bündeln. So könne der Bau einer Fischtreppe zügig in die Bauplanung eingebunden werden. Mit einer digitalen Abschlussveranstaltung hat der Behindertensportverband Niedersachsen das Projekt Bewegung für Artikel 30 beendet. Mit dabei war auch Innen- und Sportminister Boris Pistorius, der die hervorragende Arbeit im Projekt würdigte. Ziel des Projekts ist, Sport für Menschen mit Behinderung zugänglicher zu machen und eine enge Zusammenarbeit der Fachverbände zu schaffen. Gefördert wurde das Projekt seit 2016 von der Aktion Mensch. Das Projekt habe auch dazu beigetragen, dass Inklusion und Förderung von Menschen mit Behinderung im Sport in der Satzung des Landessportbundes aufgenommen wurde. Jetzt kommen wir zum Talk. Das Gespräch haben wir bereits in der letzten Woche aufgezeichnet. Nebentätigkeiten offenlegen und so für Transparenz und Vertrauen sorgen. Das fordert die SPD in Niedersachsen. Dazu ist jetzt Hanna Naber, die kommissarische Generalsekretärin der SPD, zugeschaltet. Guten Tag, Frau Naber. Ein herzliches Moin aus Oldenburg. Hallo.
Welche Einnahmen genau sollen denn PolitikerInnen in Niedersachsen offenlegen und wo lag bisher der Schwellenwert? Der Schwellenwert lag bisher bei 1.000 Euro im Monat oder 10.000 Euro im Jahr. Wir plädieren dafür, diesen Schwellenwert abzuschaffen, aber mindestens zu halbieren auf 500 Euro im Monat beziehungsweise dann entsprechend 5.000 Euro im Jahr. Und es geht um unterschiedlichste Nebentätigkeiten, die nicht abgeleitet aus dem Mandat ausgeführt werden. Wieso ist das denn für WählerInnen ein Vorteil, wenn die Abgeordneten ihre Nebeneinkünfte offenlegen? Ich finde, die Wählerinnen und Wähler, beziehungsweise richtiger gesagt die Bürgerinnen und Bürger, sind die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber der Abgeordneten und sie haben ein Recht darauf zu erfahren, in welchem Umfang Abgeordnete, also in welchem finanziellen, aber auch zeitlichen Umfang Abgeordnete einer Nebentätigkeit nachgehen. Das ist insofern natürlich von großem Interesse, als daraus abzuleiten ist, ob die Abgeordnetentätigkeit noch im Mittelpunkt der beruflichen Ausübung eines Mandates besteht oder nicht. Gibt es einen Anlass, warum Sie diese Transparenz gerade jetzt fordern? Naja, dem Grunde nach sind das schon sehr alte Forderungen der SPD, sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene. Sie haben jetzt noch mal deutlich an Aktualität durch die sogenannte Maskenaffäre gewonnen. Maskenaffäre finde ich in diesem Zusammenhang etwas verniedlichend als Bezeichnung. Also es handelt sich ja um einen handfesten Korruptionsskandal. Und der hat natürlich diese Fragestellung und diese Diskussion nochmal ordentlich angefeuert, sodass wir Forderungen, die wir eh schon immer erhoben haben, jetzt wieder aus der Schublade geholt und veröffentlicht und auch so beschlossen haben. Was schlagen Sie denn vor? Wie kann die Offenlegung aller Nebeneinkünfte funktionieren? Naja, zum einen ist es so, dass Nebeneinkünfte ja bisher im Niedersächsischen Landtag nur gegenüber der Landtagspräsidentin angezeigt werden müssen. Wir möchten auch, dass es eine Veröffentlichungspflicht gibt, also dass jeder Abgeordnete seine Nebentätigkeiten sowohl im zeitlichen Umfang als auch im finanziellen Umfang auch veröffentlicht, also beispielsweise auf der eigenen Homepage. Das ist ein geeignetes Mittel. Noch dazu ist es so, dass in Niedersachsen bisher die Nebeneinkünfte nur in Stufen veröffentlicht werden. Und die erste Stufe beispielsweise geht von 1.000 Euro bis 3.500 Euro. Da sind immerhin 2.500 Euro pro Monat dazwischen. Das ist schon, finde ich, ein hoher Betrag. Oder die letzte Stufe 10 heißt ab 250.000 Euro und ist nach oben offen. Das heißt, wenn jemand angibt Stufe 10, kann er oder sie 250.000 Euro im Jahr als Nebentätigkeit oder in der Nebentätigkeit dazu verdienen. Aber es kann auch deutlich mehr sein. Und da sind wir dafür, diese Beträge auf Euro und Cent genau zu veröffentlichen. Gut, dann bedanke ich mich bei Ihnen, Frau Naber, für die vielen Informationen. Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Interesse. Die Kästner Gesellschaft bietet ab sofort neue Ausstellungen zeitgenössischer Kunst an. Denn in Gemälden, Skulpturen, Videoinstallationen und vielem mehr spiegelt sich eben der Zeitgeist wieder. Aus der Pressekonferenz Robin Schakibai. Wie verarbeiten Kunstschaffende diese aufwühlenden Zeiten? Was können wir im künstlerischen Ausdruck über unser eigenes Innenleben erfahren? Welche politischen Untertöne schwingen in der Kunst unserer Zeit mit? Antworten auf diese Fragen lassen sich in der Gosseride finden. Am vergangenen Samstag eröffnete die Kästner Gesellschaft, selbstverständlich digital, 5 neue Ausstellungen. Eigentlich muss ich ganz am Anfang sagen, keine One-Man-Show. Wir haben diese Ausstellungen zusammen mit wunderbares Team von Kästner Gesellschaft hier für unsere Besucher vorbereitet. Zu den Ausstellungen zählt die Weltpremiere des neuesten Werkes der mehrfach ausgezeichneten Pariser Künstlerin Camille Henrot. Ihre überlebensgroße Bronzeskulptur einer Rabenmutter steht sinnbildlich für die Verantwortung als auch die Schuld, die die Menschheit im Umgang mit ihrem Planeten trägt.
What is language before there is words? Was ist Sprache, bevor sie zu Worten wird? Eine meiner Inspirationen war, darüber nachzudenken, wie Sprache schon zu einem so frühen Punkt in unser Leben tritt. Sie wird uns im Mund geboren, physisch in den Mund gelegt. Sprache wird im Grunde aus der Haptik geboren. Das ist der Grund, warum ich Skulpturen schaffen wollte, die man anfassen kann. Ich denke, der Titel Mother Tongue verkörpert sehr gut diese Überlegungen zur Sprache als etwas, das bereits vor den Worten existiert und sowohl aus Fürsorge als auch aus der Abwesenheit der Fürsorge geboren wird. Care, but also out of absence. Die Doppelrolle ihrer Rabenmutter steht in enger Verbindung zur parallel laufenden Ausstellung der erst kürzlich verstorbenen Künstlerin Susan Hiller. Sie visualisiert in ihrem Werk Schallwellen von Sprechenden verschiedener aussterbender Sprachen. So baut Hiller über das Zuhören und das Mitfühlen eine enge Bindung zwischen uns Ausstellungsbesuchenden und ihrer ausgestellten Kunst auf. Darüber hinaus stellt die Kästner Gesellschaft nun das Werk der Kanadierin Moira Davey und eine Hommage zum 100. Geburtstag Joseph Beuys aus. Die neuen Ausstellungen sind allesamt durch die Leitmotive Existenz, Identität und der Frage nach Zukunft verbunden und treffen in der Pandemie den Nerv der Zeit. Nach Sonnenuntergang steht die Neonlichtinstallation der Künstlerin Sharon Lockhart sinnbildlich für dieses Gefühl. Der Schriftzug The Future Should Always Be Better erleuchtet bei Nacht nun die Fassade der Kästner Gesellschaft. Mit Fassadenprojekten, die wollen kommunizieren mit unserem Publikum, auch wenn wir unsere Tätigkeiten nicht erlaubt sind zu führen. Die jüngsten Ausstellungen in der Kästner Gesellschaft sind ein weiterer wunderbarer Beitrag, zeitgenössische und höchstpolitische Kunst nach Hannover zu bringen. Besuchende erwartet neben Camille Henrots Weltpremiere ein umfassendes Begleitprogramm und ein kostenloser Plakatabzug. Die Werke Henrots, Hillers, Beuys, Davies und Lockharts sind bis zum 8. August in der Gusseriede zu besuchen. Professor Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker spricht am Mittwoch um 18 Uhr per Livestream an der Leibniz-Universität Hannover über eine neue Aufklärung für eine volle Welt, also einem Zeitalter, in dem der Mensch zu einem der wichtigsten Einflussfaktoren auf die biologischen, geologischen und atmosphärischen Prozesse auf der Welt geworden ist. Während des Vortrags haben Sie die Möglichkeit, an Dr. von Weizsäcker Fragen zu stellen. Ja, und das war es für heute mit 0511. Morgen um 18.45 Uhr geht es mit einer neuen Ausgabe weiter. Einen schönen Abend Ihnen und machen Sie es gut.